Liebe Bürgerinnen und Bürger, auch in diesem Jahr war ich wieder auf Sommertour durch meinen wunderschönen Wahlkreis Schweinfurt-Kitzingen unterwegs. Als Anwältin meiner Heimatregion in Berlin ist es mir wichtig, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, die Unternehmen zu befragen. Wie kommt das Konjunkturpaket vor Ort an? Denn jetzt gerade nach dem Lockdown müssen wir wieder den Kickstart hinbekommen. Wir müssen nachhaltig und klimafreundlich aus der Krise durchstarten. Gerade in diesem Bereich gibt es auch innovative Unternehmen bei uns in der Heimat. Ich habe zum Beispiel die Firma BBNet besucht. Sie bereiten alte Laptops auf. Sie sind danach wieder hochwertig und diese Laptops, die viel günstiger sind, können zum Beispiel in Schulen eingesetzt werden. Ich habe auch die Firma Trips besucht. Nach 40 Jahren, nach ihrem Bestehen, haben sie sich vom Schaltschrankbauer jetzt zu einem innovativen Unternehmen weiterentwickelt. Sie stehen für die Automatisierung von Kraftwerken. Wenn es zum Beispiel um Offshore-Windanlagen geht, dann werden diese mit Anlagen von Trips geschalten und gesteuert. Ja, ich habe aber auch den Mittelstand vor Ort besucht. Heute war ich bei der Firma, bei der Gärtnerei Benkert vor Ort, weil es ist auch gerade in der Krise schwierig gewesen, für diese Betriebe weiter zu bestehen. Und es ist wichtig, dass wir gerade die Direktvermarkter vor Ort stärken und unsere mittelständischen Unternehmen. Im August, September setze ich die Sommertour weiter fort. Ich besuche natürlich auch die Landwirtschaft, andere Unternehmen und bin mit vielen Bürgern in Kontakt. Auch die Kommunen sind mir natürlich ein wichtiger Partner. Highlight meiner Sommertour wird dann die Wanderung, die wir in den Oktober verschoben haben. Am 3. Oktober findet wieder meine wandernde Bürgersprechstunde statt. Darauf freue ich mich sehr. Jetzt wünsche ich Ihnen allen eine wunderschöne Sommerzeit. Genießen Sie den Sommer.